Babels Proteinriegel, einmal in der Geschmacksrichtung Toffee-Core und Bananacore. Bananacore hat wirklich einen sehr, sehr angenehmen Bananenaroma. Ich würde immer schon fast vergleichen. Dieses Aroma kommt am nächsten also an die natürliche Banane heran, würde ich mal sagen, in Anführungsstriche. Es ist wirklich angenehm. Das Bananenaroma ist nicht stark, sondern ja, wie bereits erwähnt, angenehm, gut gemacht. Es passt einfach. Also das gesamte Geschmackserlebnis bei diesem Proteinriegel hier ist wirklich sehr gut gelungen. Und von den allgemein gesprochen, von allen Proteinriegeln, die ich hatte, die in der Geschmacksrichtung Banane waren, ist das hier der beste im Geschmack. So sieht es nochmal aufgeschnitten aus. Und hier oben drauf sind solche kleinen Schokoladenstückchen. Toffee-Core hat, ich würde sagen, ein schwaches Karamellaroma. Die Süße, also bei beiden Proteinriegeln ist es mittelstark. Es ist nicht stark. Wirklich gut gemacht, finde ich, die Süße. Hat eine mittlere Stärke, nicht dieses Extreme. Und ja, also Toffee-Core hat einen Karamellgeschmack und das schmeckt ein bisschen nach Vanille, das war's. Auch gut gemacht. Mir persönlich gefällt Bananacore von den beiden Geschmacksrichtungen einfach mehr. Es gibt noch eine dritte Geschmacksrichtung, Brownie, die habe ich jetzt aber nicht hier. Dann schauen wir uns mal kurz die Zutaten an. Ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch die von dieser Geschmacksrichtung hier. An erster Stelle ist hier Milcheiweiß, danach kommt Kollagenhydrolysat. Das ist eigentlich so die Standardregel bei solchen Proteinriegeln, dass hier als Hauptproteinquelle meistens immer ein Kollagenhydrolysat verwendet wird und ein Milcheiweiß. Feuchthaltemittel Glycerin, Süßungsmittel Maltit. Wenn man das also vom Maltit zu viel isst, kann es abführend wirken. Und hier ist auch ein Warnhinweis, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Das kommt bestimmt vom Maltit. Und hier steht nochmal, das ist ohne Palmöl, was sehr gut ist. Weil Palmöl ist schlecht für die Gesundheit und ja, dafür werden auch die Umwelt zerstört, also für den Anbau dieser Pflanze. Und Ballaststoffe, Kakaobutter und so weiter. Also ich habe jetzt hier nichts Bedenkliches entdeckt. Die Nährwerte hier nochmal. Wenn ich das mit den ESN Designerbars vergleiche, dann muss ich sagen, dass hier die Nährwerte besser sind. Also mit besser meine ich, dass hier weniger Fett und weniger Kohlenhydrate sind und mehr Eiweiß. Und generell gesprochen sind hier auch weniger Kalorien drin als bei den ESN Designerbars. Bei den Zutaten würde ich aber eher sagen, dass die Designerbars besser sind, weil das Kollagenhydrolysat steht weiter unten und hier ist es fast, ja, hier ist es an dritter Stelle. Und bei den ESN Designerbars war es, glaube ich, also auf jeden Fall weiter unten. Der Preis pro Riegel beträgt zwischen 1,75 € bis 2,20 €, wenn man die so einzeln kauft. Aber wenn man sie in diese 18 Riegelpaketen kauft, dann kostet ein Riegel so circa 1,56 €. Wenn ich jetzt den Kilogrammpreis anschaue von den ESN Designerbars und von den Babels, dann, also ohne Rabatte, dann sind die Babels ungefähr 4 Euro teurer als die ESN Designer Bars. Also zum Schluss kann ich nur sagen, ich auf jeden Fall würde diese Dinger hier nochmal kaufen. Die schmecken auf jeden Fall. Natürlich kann man jetzt hier also als Manko ansehen, dass das Kollagenhydrolysat die ganze Zeit vorne steht. Aber dafür, ja, die ESN Designer Bars verwenden ebenfalls das Kollagenhydrolysat und das Milcheiweiß als Hauptproteinquellen. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied bei den beiden. Deswegen, ich kann die Dinger hier auf jeden Fall empfehlen. Wenn man die irgendwo findet für einen günstigen Preis, da kann man sie mal ausprobieren. Geschmacklich auf jeden Fall sind die beiden Geschmacksrichtungen gut gelungen. Und bei den ESN Designer Bars hat man eine größere Auswahl. Ich glaube, da gibt es insgesamt vier Geschmacksrichtungen von diesen kleinen. Und hier gibt es nur drei. Also hier fehlt noch Brownie. Jo, das ist so mein Fazit. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne im Kommentarbereich. Falls ihr Erfahrungen mit diesen Riegeln hattet, schreibt es auch gerne im Kommentarbereich. Bis dann, Leute. Tschüss.